Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und hier dreht sich alles um Nähen und DIY. Wenn du neu hier bist, freue ich mich doch, wenn du den Kanal abonnierst und auf die kleine Glocke drückst, denn nur mit der Glocke bekommst du meine Benachrichtigung, wenn es hier was Neues gibt. Heute gibt es eine Anleitung, die ich schon ewig mal machen wollte und die auch schon so oft von euch nachgefragt wurde. Und zwar eine Pop-Up-Pencil-Case, eine Pop-Up-Federtasche. Das ist eine Hochkantfedertasche, wo ihr wirklich viele Stifte reinkriegt und dann könnt ihr den oberen Teil runterziehen und sie fungiert quasi auch als Stiftehalter auf dem Schreibtisch. Und wenn man die runterzieht, hat man alle Stifte im Überblick. Super schön, relativ einfach genäht und schnell und auch ein tolles Geschenk. Dieses Video heute passiert in Kooperation mit der Cashback-Plattform iGraal. Die meisten von euch werden es sicher schon kennen. Ich habe sie schon zweimal vorgestellt in einem Video zum Thema Geld sparen beim Nähen und in meinem sehr beliebten Video zu meinen 20 liebsten Online-Stoffshops. Ich verlinke es euch da oben, aber Achtung, das Video kann teuer werden. Einer der Shops, den ich da vorgestellt habe, war stoffe.de und da werden wir auch heute bestellen. Und ich zeige euch dabei genau, wie die Plattform iGraal funktioniert und wie ihr beim Stoffe-Shoppen Geld sparen könnt und Geld zurückbekommen könnt. Ich habe beim Stoffe-Shop mal wieder übertrieben und deswegen gibt es eine Verlosung für euch am Ende. Ich verlose zwei schöne Stöffchen. Erstmal zum Projekt. Ich habe in meiner Pop-Up-Pencil-Case 50 Stifte unterbekommen. Die Stifte sind 16,5 cm groß und das Ganze mit dem Runterziehen funktioniert erst wirklich gut, wenn die Tasche relativ voll ist. Also wenn da nur zwei Stifte drin sind, dann solltet ihr vielleicht eine normale Pencil-Case nähen. Aber wenn ihr so wie ich viele Stifte habt und die immer nicht wisst, wo ihr die unterbringen könnt und das Lagern in Täschchen und wieder hinstellen und so, ist ja manchmal kompliziert, aber da ist es wirklich gut, weil ihr könnt das hinstellen und auch gleichzeitig als Stifte-Auffangbehälter nutzen. Wie heißt das? Becher. Stiftebecher? Stiftekörbchen? Ihr wisst, was ich meine. Als kleiner Pro-Tipp, ich habe unten noch eine kleine quadratische Pappe reingepackt und hat das Ganze wirklich guten Stand. Denn ich habe beim Nähen als stabile Einlage nur die S320 genommen. Ich würde euch tatsächlich mittlerweile empfehlen, doch eher zu Decovir Light zu greifen, weil das wirklich stabiler ist und das Ganze dann noch mehr Festigkeit hat. Alternativ könntet ihr auch mit der S320 sowohl den Außenstoff als auch das Futter bekleben, dann wird das Ganze auch nochmal ein Ticken stabiler. Aber ich glaube, Decovir wäre die bessere Wahl gewesen, hatte ich leider gerade nicht da. Was ihr für die Tasche braucht, ist einen restbedruckten Canvas für oben, einen Unistoff für den unteren Teil der Tasche und einen Futterstoff. Dann eine leichte Einlage, ich habe hier die H200 verwendet und eine feste Einlage. Ich habe hier die S320 verwendet, empfehle euch aber wie gesagt Decovir Light an dieser Stelle. Außerdem 23 cm unendlich Reißverschluss, der 2,5 cm lang ist, plus einen passenden Schieber. Außerdem braucht ihr Nähmaschine und Nähzubehör. Ich war also online Stoffe shoppen für dieses Projekt und zeige euch jetzt mal, wie ich das mit der Plattform iGraal gemacht habe. iGraal ist eine Cashback-Plattform, bei der ihr beim Online-Shoppen dauerhaft Geld sparen könnt. Denn es gibt hier Cashback, das heißt Geld zurück, und aber auch Gutscheine mit Rabattaktionen. iGraal selbst hat aber über 1500 Partnershops und bekommt von den Partnern für die Sichtbarkeit auf der Plattform eine Provision. Und diese Provision wird dann eben zu 90% an die Mitglieder ausgezahlt. Daher kommt dann das Cashback letztendlich. Wenn ihr euch angemeldet habt, findet ihr auf der Startseite direkt alle Daily Deals und auch eure Lieblingsshops. Das heißt, ich habe hier schon mal eine Reihe an Stoff- und DIY-Shops markiert. Und wie ihr seht, habe ich bereits einiges geshoppt und mir bereits ein cooles Guthaben aufgebaut. So, ich wähle jetzt stoffe.de aus. Hier gibt es aktuell ein Cashback von 7% für Neukunden und von 4% für Bestandskunden. Das heißt, ich bekomme gleich für meinen Einkauf 4% auf iGraal gutgeschrieben. Ich aktiviere hier zuerst das Cashback und lasse mich dann von iGraal auf die stoffe.de Seite umleiten. Ich habe mir außerdem den Cashback-Melder als Plugin installiert. Der weist mich dann auf allen Shops online darauf hin, dass es hier eine iGraal-Cashback-Option gibt und ich kann das natürlich auch direkt dann über dieses Plugin aktivieren. Außerdem gibt es iGraal natürlich auch als App, sowohl für iOS als auch für Android. Dann habe ich mir ein paar schöne Stöffchen ausgesucht. Die Links zu den Stoffen packe ich euch natürlich unten in die Infobox. Ich habe mich total in diesen Aqua-Color-Blumen-Canvas verliebt und hatte mir aber als Option noch einen anderen knalligen Canvas eingepackt und dazu jeweils Uni-Kombinationsstoffe und außerdem natürlich auch einen schönen Futterstoff. Ich stehe momentan total auf diese Punkte. Den zweiten Stoff, den ich nicht verwendet habe, zusammen mit dem Uni-Stoff, werde ich am Ende an euch verlosen. Nachdem die
die Bestellung abgeschlossen ist, wird das Cashback bei iGraal vorgemerkt und sobald der Shop den Einkauf bestätigt hat, das kann ein paar Tage dauern, wird das Geld gutgeschrieben. Ab 20 Euro könnt ihr euch das Ganze dann auszahlen lassen, entweder direkt als Banküberweisung oder aber auch als PayPal-Guthaben. Ein heißer Tipp an dieser Stelle, ich habe einen 10 Euro Startguthaben, Link für euch, der ist unten in der Infobox, dann startet ihr schon mit 10 Euro anstatt 5 Euro und habt schon die Hälfte zusammen. Und wenn die Stöfflein da sind, können wir auch schon loslegen mit dem Nähen. Das Schnittmuster ist wie immer kostenlos und ihr findet es auf meinem Blog. Den Link dazu packe ich euch hierhin und natürlich auch unten in die Infobox. Auf geht's zum Nähen! Bügel zunächst die Einlage auf das Canvas-Teil und Oberstoff 1 auf die jeweils linke Stoffseite auf. Schnappt euch jetzt das obere Teil aus Canvas und klappt die beiden langen Kanten links auf links zusammen. Näht die langen Kante mit 1 cm Nahtzugabe ab und lasst dabei mittig eine Wendeöffnung. Krempelt jetzt eine der kurzen Kanten nach innen und schiebt sie so lange durch die Röhre, bis die offene Kante auf der anderen Seite herauskommt. Legt die beiden Kanten deckungsgleich aufeinander. Klappt dabei die Nahtzugaben auseinander. Näht die Rundung jetzt einmal ringsherum ab. Wendet jetzt das Ganze und tada, das ist die Loopschal-Magic. Schiebt jetzt die lange Naht nach innen mittig und bügelt das Ganze. Ihr könnt hier auch noch die Wendeöffnung schließen. Sieht man aber eigentlich gar nicht, musste man nicht. Ich mache es mal. Schneidet euch jetzt ein 23 cm langes Stück Reißverschluss zu und zieht gleich mal den Zipper auf. Jetzt bringen wir Reißverschlussblende 1 an, und zwar an die Seite vom Reißverschluss, an der er aufgeht, also wenn ihr ihn aufmachen würdet, an der er dann geöffnet ist. Schnappt euch die Reißverschlussblende 1 und klappt die beiden kurzen Seiten je 1 cm zur linken Seite um. Ich fixiere das Ganze mit meinem Textilstift, der auch nicht an der Nadel klebt. Klappt sie dann um das Ende vom Reißverschluss, wie gesagt die offene Seite, und zwar nur über den letzten Zentimeter vom Reißverschluss. Es bleibt also etwas Stoff über. Näht die Blende hier knappkantig an. Schnappt euch jetzt ein Schnittteil A aus Futterstoff und aus Oberstoff 2, bei mir dem Unistoff. Zieht jetzt den Reißverschluss auf, aber achtet darauf, den Schieber nicht abzuziehen. Legt den Reißverschluss mit den Zähnchen nach unten an die obere Kante der rechten Stoffseite des Oberstoffes. Legt ihn mit der Blende 1 cm von der Seitenkante entfernt an. Steckt hier den Anfang schon mal. Steckt den Reißverschluss bis 2,5 cm von der anderen Kante und markiert euch das. Ich mache das hier mit einer Stecknadel, damit ihr da beim Nähen leicht dran denkt. Ich habe da natürlich erstmal drüber genäht, aber ja, markiert euch, damit ihr da dran denkt aufzuhören. Dazu kommen wir gleich. Oben darauf kommt jetzt erstmal noch mit der rechten Seite nach unten das Futterstoffteil. Ihr näht jetzt an der oberen Kante mit einem Reißverschlussfuß, aber eben nur bis zu diesen 2,5 cm vor dem Ende. Dann klappt ihr den Reißverschluss so nach unten und näht dann einfach weiter bis zum Ende. So, das gleiche machen wir jetzt noch mit der anderen Seite. Der Reißverschluss wird mit der offenen Kante wieder rechts auf rechts auf das verbleibende Uniteil gelegt. Wieder mit der Blende 1 cm von der Kante entfernt. Darauf kommt mit der rechten Seite nach unten das verbleibende Futterstoffteil. Markiert euch wieder 2,5 cm vom Ende entfernt und näht das Ganze wieder mit dem Reißverschlussfuß an und klappt hier den Reißverschluss wieder nach unten weg. Stellt jetzt den Reißverschluss noch einmal knappkantig auf beiden Seiten ab. Klappt die Tasche jetzt so, dass Futterstoff auf Futterstoff und Außenstoff auf Außenstoff liegt. Achtung! Öffnet den Reißverschluss, das ist mir zum Glück kurz vorm Nähen nochmal eingefallen. Näht hier die Seitenkanten und die untere Kante ab. Lasst beim Nähen seitlich im Futterstoff eine Wendeöffnung. Achtet dabei darauf, nicht über den losen Teil vom Reißverschluss zu nähen, sondern diesen nach innen wegzuklappen. Am besten Richtung Außenstoff.
Klappt anschließend alle vier Ecken so aufeinander und näht sie noch einmal ab. Wendet jetzt die Tasche und schließt die Wendeöffnung per Hand oder mit der Maschine. Wenn euer Reißverschlussende jetzt nach innen zeigt, könnt ihr das einfach nach außen fummeln. So, jetzt noch die Kleinteile. Schnappt euch die Reißverschlusseinfassung 2. Klappt die beiden 4,5 cm langen Kanten rechts auf rechts aufeinander. Klappt dann die langen Kanten jeweils 1 cm zur linken Seite zurück. Näht jetzt die beiden kurzen Kanten mit je 1 cm Nahtzugabe ab. Schneidet anschließend die Nahtzugaben etwas zurück und wendet das Teil. Steckt es über das offene Ende vom Reißverschluss und näht es hier knappkantig an. Legt jetzt die beiden Laschenteile jeweils mit den langen Kanten rechts auf rechts mittig zusammen und näht die offene Kante ab. Lasst dabei jeweils an der langen Seite eine Wendeöffnung. Wendet die Lasche, bügelt sie und schließt die Wendeöffnung per Hand. Legt die Laschen nun um das obere Teil aus bei mir Canvas. Legt es dabei an der unteren Kante 1 cm über die Naht und klappt es dahinter um. Die andere Lasche kommt genau auf die gegenüberliegende Seite. Näht dann die beiden Laschen fest. Das geht ziemlich gut mit der Freiarmfunktion der Nähmaschine. Das haben ja fast alle Nähmaschinen. So, und jetzt kommt noch der Magie-Part. Stirbt jetzt den oberen Teil über die Tasche und steckt ihn genau Kante auf Kante fest. Näht ihn hier ringsherum knappkantig an. Den Bereich um die erste Reißverschlussbänder habe ich einfach beim Nähen ausgelassen und später nochmal mit 2 Stichen per Hand angenäht. Die Freiarmfunktion macht sich auch hier wieder super. So, dann seid ihr fertig. Ich habe mir am Ende noch mein Logo aus Leder angenäht. Das Video dazu verlinke ich euch oben in der Infobox. So und so oder so ähnlich sieht dann eure Pop-Up-Pencil-Case aus, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir einen Daumen nach oben da. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an iGraal für die Unterstützung in diesem Video. Und jetzt kommen wir natürlich noch zur Verlosung. Ich verlose an euch meinen zu viel bestellten Stoff. Zu viel, kann man Stoff zu viel bestellen. Aber auf jeden Fall verlose ich meinen zusätzlich bestellten Stoff, diesen bunten Canvas-Stoff zusammen mit dem rosa unifarbenen Kombinationsstoff an euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, heute mal was Lustiges. Schreibt euren letzten Näh- oder DIY-Fail unten in die Kommentare. Also was ist das letzte Mal gründlich schief gelaufen? Wo habt ihr einen Fehler gemacht? Das möchte ich gerne wissen zur allgemeinen Erheiterung. Und Zeit habt ihr wie immer 3 Tage. Und alle Infos zur Verlosung findet ihr auch nochmal in der Infobox. Dann vergesst nicht, ihr könnt beim Online-Shoppen Geld sparen. Der Link dazu zur iGraal-Plattform ist unten in der Infobox mit 10 Euro Startguthaben für euch. Dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder am Dienstag, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich freue mich bis dahin. Bleibt kreativ, genießt die Zeit und das schöne Wetter. Und wenn es nicht schön ist, dann näht was Schönes. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss!